Stellen wir das mal. Ups, achso, das alles darf als Ensemble hier mal ein bisschen rüber. Sehr gut, dann können wir hier unten nämlich noch irgendwas anderes Hobbymäßiges hinstellen. Dass das hier ein Hobbyraum wird. Ist ja total abgefahren. Ich finde die Veränderung an dem Haus gerade mal ganz gut, muss ich sagen. Es hat was. Hier hinten, der Boden ist. Gut, das sind die Fliesen aus dem Badezimmer. Das geht sogar, ne? Das kann man wohl machen. Achso, eine Tür nach hinten raus wäre nochmal total fesch. Türen. Das sind. Die sind auch cool. Muss ich sagen, die Fenster. Oh. Ach, stimmt. Hohe Fenster wären nochmal super. Ich mag solche hohen Fenster. Das sind super. Türen. Hier, komm. Türen? Türen und keine Üren, wie der Franzose sagt. Was haben wir denn? Bogentür mit Doppeltür? Nee, was haben wir denn da vorne gemacht? Die ist eigentlich okay. Das passt zu dem Stil hier. Was haben wir denn da? Mega Doppeltür. Wow, ist die mega. 400. Mega Doppeltür Deluxe. Ja gut, nach hinten raus kann die auch so eine... Kann die auch... Wobei, ja, guck, machen wir die gleiche. Haben wir da ein bisschen Licht, dann passt das schon. Wow, dann haben wir gleich eine Terrasse. Wobei, wir haben keine Kohle mehr bald. Das ist blöd. Das ist ungünstig vielleicht. Und hier die, die Fenstersituation sieht auch eher begrenzt optimistisch aus. Das Haus hat jetzt eine interessante Form, ne? Ich meine, es funktioniert wahrscheinlich. Es wird schon gehen. Ich denke nicht, dass das so schlimm sein wird. Bodenmuster, nee, hier. Wände und leere Zimmer, ja, Treppen. So eine Terrasse wäre ganz nett. Hier Rundplatte. Quadratplatte. Viereckige Terrasse, hä? Huh? Was ist denn da alles dann bei? Ach so, okay. Ah, okay, verstehe. Wobei ich so ein ebenerdiges Ding eigentlich auch ganz nett finde. Aber gut, jetzt haben wir das so. Aha, das ist immer abgefahren. Kann man den Baum... Oh, den kann man auch bewegen. Sehr schön. So eine Treppe nach unten wäre trotzdem mal nett. Was haben wir jetzt einfach mal so Geld ausgegeben hier? Das ist ja schlimm. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Aber was soll es? Nein, von der anderen Seite. Hallo. Okay. Auch seitlich? Nehmen wir mal gerade raus hier. Ne, immer gerade raus. So, ist doch schön. Ich finde das gerade mal ganz gut. Es wertet das Haus tatsächlich ein bisschen auf. Es sieht abgefahren aus, wenn da überhaupt keine Wände sind. Ja, die Terrasse, da werden wir halt nicht allzu oft was von sehen, denk ich mal. Oder? Wahrscheinlich, wenn die draußen sind, dann sieht man das. Oder dann können wir einfach mal hier so rumschwenken. Dann sieht man auch, weil dann sieht man hier die hässliche Seite aus. Aber gut. Ich denke mal, das sollte sogar gehen hier. Wow. Wir haben was geschafft. Wobei, wir haben... Okay, wir haben 200 Simoleons. Das, ich wollte gerade noch einen Grill kaufen, aber das geht dann ein bisschen schwierig. Dann halt nicht. Ja, aber so nett hier, ne? Gut, von hinten sieht das Haus jetzt nicht so wahnsinnig voluminös und wunderhübsch aus. Aber was soll's. Die quatschen raus einfach ein bisschen vor sich hin. Weil hier der Boden, das ist Beton, ne? Das geht noch nicht. Moment. Bodenbeläge. Bodenmuster. Ja, wäre ein bisschen teuer. Um nicht zu sagen, ein bisschen sehr teuer. So schöne Kork. Ich will nicht das gleiche da schon wieder nehmen. Das wäre ziemlich Quatsch. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist, könnte nur eine andere Farbe haben. Naja, gemauert werden sollte dann jetzt nicht. Wobei das schon ganz nett aussieht, aber auf eine andere Art. Genau, Teppich auf der Terrasse, ein Traum. Das muss man immer haben. Und der ist Hartholz schmiegsam, biegsam. Hartholzboden, Ökokunst. Schmiegsam, biegsam oder Ökokunst?
Machen wir das so. Es wird tierisch dunkel. Aber ist, denke ich mal, ganz nett. Ach, guck mal. Und dann rennt er direkt los. Ah, ist das schön. Ich hoffe mal, dass es alles in Ordnung ist, was ich hier hingezimmert habe. Also rein aus Wohnraum, technischer Sicht. Wir können vielleicht das Bargerät hier dann hinstellen. Hier die Bar. Wäre auch ein bisschen sinnfrei. Aber die steht ja immer noch so ein bisschen komisch in der Gegend rum. Aber gut, wir haben das Haus erweitert. Erfolgreich. Sehr erfolgreich. Das Bad ist auch größer. Wenn das mal in Wirklichkeit immer so schnell ging, ne? Hält kurz die Zeit an und plötzlich ist das Haus anders. Ohne jeglichen Bauschutt und den ganzen Krempel. Das wäre mal super praktisch. Was ist mit ihm denn los? Warum ist er denn grantig? Strategiespiele, ja. Ja, hier kennenlernen. Mach's mir mal so. Achso, die haben sich auch gerade unterhalten hier. Aber die sind doch schon. Die verstehen sich doch schon. Über Kochen reden. Wahrscheinlich deswegen. Florian ist kokett. Ja, ich hoffe mal nicht. Also zumindest nicht uns gegenüber. Sie ist zur Arbeit, okay. Aber hat sie jetzt jemanden in sich drin schon? Einen kleinen Jüngling? Ich glaube nicht, ne? Dann müssen wir das nochmal versuchen vielleicht. Irgendwann später, wenn es denn angemessen ist. Level 6 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Rahmen kann jetzt Bilder am Computer hochladen und bei anderen Sims Süßholz raspeln. Aha. Dass er das vorher nicht konnte. Unverschämte Geschichte erzählen, natürlich. Über rumblödeln hier, komm. Mit Geschicklichkeit prahlen. Hier, du bist der Geilste, wir wissen es alle. Warum musst du denn wieder zur Arbeit hier? Das ist auch heute, ne? 12 Uhr, das heißt so in knapper halben Stunde. Dann sind die wirklich beide mal zur Arbeit hin, das ist ja der Knaller. So, seine Arbeit drückt. Ja, gut, dann sind sie halt beide weg. Ist das spannend, sag ich mal. Spult sich dann aber nicht so, so schnell vor, wie als wenn man schlafen würde. Das ist ein bisschen. Ja, gut, man kann in der Zeit was anderes machen. Ja, tschüss. Beide weg. Und sie ist schon wieder da. Sie ist doch gerade erst gegangen. Was haben die denn? Dass es immer so schnell gehen muss. Wie sieht das Haus eigentlich von außen aus? Ich habe das jetzt nicht wirklich beachtet. Ach, guck mal. Ah, ist ja schön. Ah, ist ja herrlich. Moment, gut. Immerhin brauchen wir da kein Geld für. Sonst wäre das blöd geworden. Aber es sah ja mal Panne aus. Ich mag irgendwie das Wort Panne in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Ich benutze das zu oft. So. Ja, so ist doch nett. Gut, bis auf hier das Stückchen hier. Wobei, das ist halt auch ein Regenschutz, das sagen wir es mal so. Für das Dach da. Für die Terrasse. So, wunderschön. Tja, Hannah, ist niemand da. So ist das Leben. Kaum kommen wir mal zu Besuch, ist niemand da. Und warum das so mieft, ich habe immer noch keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Wann kommt die denn nach Hause? Ha? Ist bei der Arbeit? Ja, aber bis wann denn? Himmel mit Teleskop beobachten. Ja, dafür braucht man zwei Sachen. Erstmal ein Teleskop und einen Himmel. Eins davon ist vielleicht vorhanden. Ram hat heute 520 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er tolle Arbeit geleistet. Und wir kriegen direkt Besuch. Warum hat die auf einmal immer nur noch das andere Zeug an und nicht ihr Kleid? Ich meine, so ist auch okay. Aber, ne? Tag verschönern. Ja, weil du so ein cooler Typ bist. Gummispeisen. Was können wir denn nochmal machen hier? Von Gitarren-Solo schwärmen, natürlich. Ja, und wenn Anne wieder da ist, dann geht Projekt Baby in Runde 2, sag ich mal. Dann müssen wir nochmal einen drauflegen. Nochmal gucken, dass wir da nochmal was nachschieben können. So. Dass die schon wieder mal draußen stehen hier, das ist ja schön. Vernetzen kommendes Kompliment. Ja, machst du mal. Parodieren, ja.
Haben die sonst noch irgendwelche Sachen hier? Bedürfnisse sind alle okay, gerade mal. Er möchte gerne Möbelstücke herstellen. Klicke auf den Schreinertisch. Wähle Möbel herstellen und dann ein beliebiges Möbelstück. Das geht, okay. Wir haben leider keinen Schreinertisch. Aber gut, damit stünde uns die Welt offen, sag ich mal. Die Weltherrschaft können wir uns dann auch selber herschreinern. Allerdings nicht jetzt, wie es scheint. Weil wir keinen Schreinertisch haben. Und wir haben auch... Weil, stimmt, wir haben ja wieder Geld. Aha, stimmt ja. Das heißt, ich könnte mal gucken, wie denn das da so aussieht mit... Naja, mit Grillutensilien vielleicht. Brunnen ist es nicht. Hier, Herde. Sind keine Grille, ne? Keine Grills. Da, draußen. Draußen kochen. Die sind alle so teuer. Kohlegrill, Karonette. Grillvergnügen von Grillmania. Oh, das sieht super aus. Erlebe die hochmoderne Propangas-Technologie von Grillmania. Mit diesem Spitzengrill gehören arme Würstchen der Vergangenheit an. Ja, aber Gasgrill hat halt nicht diesen rauchigen Geschmack. Aber gut, vielleicht sollten wir erstmal eine Bank nehmen. Eine Bank, Bank für zwei Personen aus Teakholz Balanya. Das passt doch hier ran, das ist ja super direkt mit Sitzgelegenheit. Terrassentisch, Gartenoase, das sieht aber mal spitze aus. Estische eiserne Oase. Der wäre für drinnen auch super. Der sieht. Warum soll der für außen sein? Der sieht doch schick aus. Wir hauen uns mal das Ding für zwei Leute. Zweisitzer, Liebe liegt in der Luft. Ich nehme mal das Ding hier, oder? Andere Farbe vielleicht. Machen wir es so. Da können sie dann vielleicht mal, ein wenig sich hinplatzen. Hier, komm, Kollege, setz dich, sitzen. Ich will mal sehen, ob das Bild dann hier, ob die Wand auch ausgeblendet wird. Müsste ja eigentlich, wenn er da draußen ist. Nee, das klappt nicht so, also nicht ganz so optimal. Ich weiß nicht warum. Aber er freut sich. Anna hat auch 423 Modulus mit nach Hause gebracht. Das ist ja mal schön. Neue Rechnung gibt es noch nicht, ne? Das hätten wir auch als Meldung mitbekommen. Ja, sitzen scheint sehr spannend zu sein. Gut, die Terrasse war letztendlich ziemlich geschenkt jetzt, aber... Also preislich nicht, aber insgesamt... Ja, hätte man nicht machen müssen. Aber passt schon. Und hier können wir dann wirklich nochmal ein Fitnessgerät uns ranstellen. Wenn wir noch ein bisschen mehr Kohle haben. Oder wie würde man das noch umbauen können hier? Errungenschaft. Was bringt ein Sim dazu, neural zu werden? Ach, neutral, nicht neural. Lass einen Sim 48 Stunden die Emotion okay behalten. Wie haben wir das denn gemacht? Ach, soll man das machen oder was? Warum sollte der okay sein? Warum leuchtet das so? Festgeschlafen wegen Nickerchen. Eingeschlafen plus 10.000. Wie, was heißt das denn jetzt hier? Aha. Was auch immer das heißt, aber... Ja. Was bewegt sie sich denn dabei? Na gut, wahrscheinlich atmet sie. Warum nickert sie da so? Danach will sie was kochen. Meine Güte, was hat die Frau vor? Hier kommt Energie, kannst du mal knicken. Du kannst ja einfach was essen, zu essen nehmen hier. Öffnen. Hier, komm, der Kuchen muss mal weg. Wait, was steht da? Der Spezialkuchen von... in Welt platzieren. Oh, Bella und Ram sind soeben beste Freunde geworden. Ach, das ist ja super. Kommen sie die mal da, dann sind die sogar Freunde. Hat er jetzt mehrere Freunde? Mehrere beste Freunde.
Sieht überhaupt keine Freunde. Sie kann sich auch nochmal hier anquatschen. Spiele. Tag verschönern. So. Ach stimmt, es war der Hochzeitskuchen, ne? Oder was war das da? Sollen das Herzen sein? Ich glaube schon. Da kann er sich da mal ein Stück von reinpfeifen. Ich meine, er war ja immerhin auch bei der Hochzeit vorhanden. Hochzeitsbeziehung. Du musst warten, bis die Frischvermählten die Torte angeschnitten haben. Hallo, wir sind die Frischvermählten. Ach. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann nehmen wir die Verzierung wieder weg. Was gibt's da zu lachen? Hallo, du warst selber dabei. Ein Stück nehmen. Komm, ein Stück nehmen. Genau, ihr haut euch mal Kuchen rein. Und guckt immer an, was er für ein großes Stück genommen hat. Ich meine, auf dem Teller sieht es nur so wenig aus, aber er hat schon alles aufgegessen, glaube ich. Guckt euch das doch mal an hier. Ein Stück nehmen. So, haut euch mal den Bauch voll. Zum Essen rufen. Wir kommen, Kinders, kommt her. Es ist für alle da. Ich muss los, danke, tschüss. Ja, dann geh. Können die mal essen? Ich meine, sie verhungern ja schon wieder fast. Weil, wenn die sich unterhalten, ist auch nicht verkehrt. So, ich würde sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal das ein bisschen weiter genauer an hier. Der Raum, der ist noch so leer, da ist noch überhaupt nichts drin, wie man vielleicht entdeckt, außer natürlich das Wichtigste aller Sachen vorbei. Man könnte vielleicht... Ich stelle das mal um. So, hat sich total geändert jetzt hier. Ist ein bisschen besser. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir das hier machen, auch was hier außen in unserer Terrassenbereich da vielleicht mal bringen könnte. Man weiß es nicht. Deswegen, wir sind mal gespannt. Ach so, natürlich, Moment. Eine Sache muss ich noch eben testen. Hier. Süßholz raspeln? Nee, du sollst ganz was anderes raspeln, ne? Hier Baby machen. Ja. Hau rein. Vielleicht klappt's ja jetzt. Das wird auch mal eine schöne Meldung hier für den Abschluss. Dass da was in den Ofen geschoben wird, sag ich mal. So, hau mal rein. Natürlich, jetzt haben sie schon wieder keinen Bock mehr, ne? Kommt, sind sie mal ein paar Sekunden alleine? Nicht noch mehr Kuchen essen, nein. Du auch nicht. Tortenstück, nein. Hier, du sollst befummelt werden. Kriegen die das hin? Ja. Da bin ich ja froh, dass sie das nicht verlernt haben. Ja, Liebe ist schön. Ja, und danach schlafen. Super. Ja, keine Ahnung, ob das bei denen irgendwas wird. Man weiß es nicht. Muss pieseln, ja, das ist schön. Wie dem auch sei, wir werden es beim nächsten Mal vielleicht feststellen, ob das was wird oder nicht. Ich würde sagen, bis dahin schlafen wir auch ein bisschen. Oder auch nicht. Und er freut sich. Vielen Dank fürs Zuschauen für den Moment bei Sims 4 und bis zum nächsten Mal. Adios.